Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Oder ob ich mich gleich begraben soll. Alter. Ah. Und schon wieder habe ich 90 Minuten meines kostbaren Lebens vergeudet mit einem Film. Ich weiß. Wir reden heute über Bonnie und Clyde gegen Dracula. Oder wie der hier heißt, Bonnie und Clyde Teil 2. Der höllische, blutige Horrortrip, wie auch immer dieser Schund heißt. Der wird ja in 1000 verschiedenen Varianten verkauft, damit irgendein Schwachsinniger, so wie ich, diesen Film dann irgendwann mal gucke. Und ja, ich habe ihn jetzt geschaut und ja, ich war wieder fix und fertig. Ich war, nein. Ja, okay, komm. Björn bleibt bei der Sache. Auch jetzt habe ich den Film geguckt, jetzt muss ich darüber auch reden. Jetzt muss ich auch über diesen Film reden. Ich versuche, über diesen Film zu reden, weil ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Der Film war Ende und ich weiß bis heute nicht, was dieser schwachsinnige Scheiß soll. Ich weiß es einfach nicht. Die machen doch diese Filme nur, um mich zu ärgern. Um Menschen zu ärgern, zum Quälen. Da gucke ich mir doch lieber 43 Stunden lang am Stück Lindenstraße an. Was ist denn wieder los mit euch, Leute? So viel gesoffen? Ich weiß es nicht. Nehmt weniger davon, was ihr nehmt. Nehmt weniger. Meine Fresse, nein. Wow, okay. Dieser Film ist aus dem Jahre 2008. Soll ein Action-Horrorfilm sein. Ach, das ist ein Film. Ja, das soll ein Film sein. Ich dachte, das wäre einfach pure Folterung. Pure Folterung für die Augen. Danach kannst du zum Augenarzt gehen, weil du hast das Augenlicht verloren und gehst zum Augenarzt und dann fragt er dich, ja, was hast du denn gemacht? Hast du in der Sonne geguckt? Nee, ich habe mir Bonnie und Clyde gegen Dracula angeguckt. Ja, so kann man sich das vorstellen. Okay, worum geht's in diesem Film? Also, Leute, ja, ich spoiler, weil, scheißegal, den Film schaut euch bitte nicht an. Wenn ihr noch Bock am Leben habt, schaut euch diesen Film einfach nicht an. Danach, Selbstmord gefährdet danach. Direkt. Entweder springt ihr direkt aus dem Fenster mitten im Film oder ihr schafft es wirklich, diesen Film durchzuschauen. Dann sucht ihr nach einem Messer, um die Augen auszustechen. Weil das... Okay. Nochmal, worum geht es in diesem Film? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe mir geguckt, ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Okay. Wir haben hier Bonnie und Clyde. Die Bonnie ist übrigens in den ganzen Film, ich glaube, die hat den ganzen Film lang ihre Regel, weil die ist immer genervt, immer in Stress, die darf man nicht ansprechen, sofort zickig. Ich glaube, die hat den ganzen Film lang ihre Periode. Den ganzen Film lang. Die ist einfach nur kacke drauf. Die ist genervt von allen. Wenn Clyde sagt, oh, du hast ein schönes Kleid an, ach, lass mich doch in Ruhe, ich hab ein scheiß Kleid an, ich hab ein Kleid von der Nutte an, immer nur am Päsen da. Ja, und ja, die beiden, okay, klauen ein Auto und sind natürlich wieder, haben kein Geld und müssen irgendwie eine Bank ausrauben. Dann hat Clyde so in einer Bar, hat er irgendwie so einen Kollegen sitzen. Ja, und dann gehen die in dieser Bar da rein, da sitzt dieser Kollege und ja, der sagt, ja, ich habe eine Bank beobachtet, ich weiß, wann die zumachen und so, ja, das überfallen wir zusammen und ja, und so weiter und so fort. Und Bonnie Clyde guckt dann einfach nur so rum und fragt so, ja, wo sind eigentlich die ganzen Nutten hier? Waren hier nicht immer Nutten? Ja, und Bonnie, also die Bonnie sitzt daneben und Clyde fragt nach Nutten. Ja, sagt der Kollege, hier war so ein reicher Arzt, der hat alle Nutten gekauft, der hat die mit nach Hause genommen. Das war bis jetzt die Geschichte. Und ich sitze da, ich sag, was ist denn da schon wieder los? Was ist denn da schon wieder los? Was soll der Kack schon wieder? Und ich muss euch vorstellen, ich sitze da wirklich mit einer Cola, Chips vor mir, hab Bock auf einen schönen Filmabend und dann gucke ich mir so eine Kacke da an. Ja, okay. Dann gibt es halt da diesen Arzt, der wohnt alleine in so einem Haus und er ist wohl ein bisschen mutiert. Er sieht nicht ganz so toll mehr aus. Ich zeige euch mal ein Bild. Weiß nicht, ob das so lange in der Sonne gewesen ist oder am Strand eingeschlafen ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er ein bisschen leichten Sonnenbrand, nenne ich das mal. Ja, und dem geht's gar nicht gut. Und da lebt er mit seiner Schwester. Und die Schwester ist so ein bisschen, ja, unterbelichtet. So kann man das sagen. Und
Und immer wenn die was sagt und der Bruder mag das nicht, was die sagt, bekommt die so Elektroschock. So, brrr, so nach dem Motto, halt die Schnauze. Ne? Und ja. So, darum geht's. Darum geht's. Ich weiß nicht, worum es da geht, aber darum geht's. Ja. Und dann, ja. Dann hat der Typ Dracula im Keller wiedererweckt. Der liegt im Keller, den hat er wiedererweckt und der braucht jetzt halt die ganzen Nutten. Davon ernährt er sich. Dadurch kriegt er die Kraft. Und ja, das ist dann halt so. Ja, und dann sieht man dann, wie er die dann aussaugt und dann kriegt er wieder Kraft. Und wenn er wieder Kraft bekommt, kann der, dann kann er irgendwie das Blut von Dracula nehmen und sich wieder neu reagieren. Also dann ist sein Sonnenbrand weg. Wenn ich mir so recht überlege, wenn ich mir das unter Drogen angucken würde, unter ganz schweren Drogen, so Crystal Meth, nicht die Leichen, nicht ein bisschen Marihuana, ne, da muss schon was Richtiges rein, um diesen Film zu verstehen. Ja, zumindest ist das dann so, dann ist das diese Phase. Also Dracula haben wir, dann haben wir jetzt wieder Bonnie und Clyde. Ja, und dann sehen wir wenigstens Bonnie wenigstens mal am Baden. Die badet einmal. Das ist auch nett. Sie badet zwar in einer, ja, in so ein Getränk, in so eine Tränkedings. Ja, weiß nicht warum, aber da badet die drin und ja, ganz nett anzusehen. Von Bonnie, die hat auch ein bisschen ihre Glocken gezeigt. Das war ein bisschen Aufschwung. Ich dachte, wenigstens etwas, wenigstens etwas. Aber das hielt nicht lange an. Es hielt nicht lange an. Danach hat die sich mit Kleid ein bisschen gestritten, weil wegen Klamotten, weil die hat nichts zum Anziehen. Die hat immer noch irgendwelche Kleider von Nutten und sie möchte eine Perspektive haben. Die sieht keine Perspektive in die Zukunft, weil die haben halt kein Geld. Ja, und Kleid ist ein bisschen sauer, verlässt den Raum und geht zu deinen Kollegen. Und die unterhalten sich, die beiden. Die sind draußen, die unterhalten sich da ein bisschen. Und dann erzählt der Typ eine ganz tolle Story. Und das möchte ich euch, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber das muss ich euch mal erzählen. Denn er hat mal einen Mann gefoltert, den haben sie ausgezogen. Dann haben sie seine, ich erzähle euch jetzt die Geschichte darüber, was er da erzählt hat. Haltet euch fest, was ich euch jetzt erzähle. Also, der hat einen Mann gefoltert. Der hat den Mann ausgezogen, dann seine Eier, also seine Hoden, mit irgendwelchen Zeug eingecremt. So eine Whisky-Sahnesoße wohl. Ja. Oh Gott, ja, wartet, wartet. Dann haben sie den auf allen vier da so hingestellt. Und haben dann eine Ziege geholt. Und die Ziege hat dann die Eier geleckt von ihm. Oh, Jungs, Jungs, das ist in dem Film, das erzählt er denen da so. Ja, und dann die Ziege das dann alle Männer lecken, bis die Haut weg war von den Eiern. Und dann sind die Eier rausgefallen, weil die Haut ja rumherum weggeleckt worden ist. Und dann hat die Ziege dann die Eier auch noch gegessen. Das ist doch mal eine Folterung, oder? Das ist doch mal eine Folterung. Warum gibt man denn so viel Geld aus für Streckbänke, für Peitschen? Warum und weshalb? Es reicht ein bisschen Whisky und es reicht eine Ziege. Du kannst die Menschen damit foltern ohne Ende. Warum denn so Gegenstände bauen? Kauft euch eine Ziege und ein bisschen Whisky, das reicht. Damit kannst du Menschen foltern, das kostet nicht viel. Ja, so einfach ist es. Oh Mann, ey, Leute, wirklich, was? Ich weiß, ich sag es immer wieder, aber Leute, was stimmt mit euch nicht? Wirklich, was stimmt mit euch nicht? Also warum? Ich guck so viele Filme, ich guck so viele Filme und ihr schafft es immer wieder, mich zu schocken, immer wieder aufs Neue. Also das ist doch unter aller Sau manchmal, oder? Unter aller Sau. Und nachdem er diese Geschichte Clyde erzählt hat, ist Clyde irgendwie geil geworden und hat gesagt, jetzt geh Bonnie ficken. Also, Leute, Leute, bitte, bitte. Ja, okay, weiter in der Story. Weiter in der Story. Okay, wir haben es jetzt so weit. Die sind jetzt dabei, die müssen irgendwie so ein Auto haben.
Und also ein Fluchtauto wegen dem Banküberfall. Ja, und dann gehen die dann dahin und dann wollen die so ein Auto klauen und dann gibt es eine Schießerei und da wird sein Kollege da schwer verletzt. Und die kriegen zwar das Auto, aber der Freund ist ja schwer verletzt. Und ja, und sie wissen jetzt nicht weiter. Die brauchen ja einen Arzt wegen dem Freund. Und dann sagt Bonnie, ja, hier der Kollege, der alle Nutten gekauft hat, hier da vorne, da, der ist der Arzt. Da gehe ich mal hin. Da gehe ich mal hin und fragt ihn, ob er eben kommen kann und eben die Kugel aus seinem Bauch entfernen kann. Dann sagt der Kollege, ja, mach mal, geh mal zu den Arzt, das ist eine gute Idee. Top Idee, klar, super, super Idee. Geh mal nach den ganzen Verrückten, geh mal nach Dracula hin. Geh mal hin und frag mal, ob der mitkommt, da eben die Kugel entfernen. Ja, dann schellt die da ganz normal an bei den Arzt und dann macht der Typ dann auch so auf, der hat so eine Kapuze auf, damit man das verbrannte Gesicht nicht sieht. Ja, und die Bonnie sieht ja schon schick aus, ne? Und er sagt so, er denkt sich so, das ist wohl die richtige nochmal hier für meinen Dracula. Dann, ne, so die letzten Reste, dann ist er topfit, dann kann ich den seine Lebensenergie klauen und sowas alle. Ja, und dann ist das auch so, Dracula sieht Bonnie, findet die total hübsch, ne, so, oh, ne, packt die so an und sagt, aber du bist aber verdorben, ne, bist aber ein verdorbenes Mädel, ne, du bist aber keine Jungfrau mehr, ne, 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 ganz verdorben du, ne, und die Bonnie, ja, ja, ein bisschen verdorben bin ich wohl, oh, Leute, Leute, ja, und dann beißt er die und dann wird Bonnie dann zur Vampirin, yay, wuhu. Gott, Leute, was ist denn das? Ah, ja, und dann ist jetzt eine Vampirin und dann kommen noch mehr Gäste dazu und dann beißt die irgendwelche Leute und dann ist diese Schwester, die heißt Annabelle in diesem Film, ja, die hat sich von diesem Halsband da befreit und geht jetzt nach Dracula und vernichtet Dracula. Und jetzt ratet mal, wie die Dracula vernichtet. Ich habe gedacht, das kommt jetzt ein großes Bam Bam, actionmäßig, weil Clyde kommt in der Zwischenzeit auch dahin, weil Bonnie ja schon so lange weg ist. In der Zeit ist der Kollege leider schon verstorben, weil es dauerte ein bisschen länger als geplant. Und dann kommt Clyde auch noch dazu und dann gibt es ein bisschen Schießerei da. Und dann dann ist Dracula da und will Annabelle angreifen. Aber Annabelle ist ja pfiffig. Die ist pfiffig. Sie macht die Gardinen los. Sonnenlicht kommt rein und Dracula macht einmal Puff und Dracula ist tot. Ja, das dauerte ungefähr das Finale so. Weiß nicht, hätte ich Stoppuhr dabei gehabt, 29 Sekunden. Junge, da gucke ich mir fast 90 Minuten lang ein scheiß Dracula-Ding da an, wie der sich hochbeißt, damit er wieder gesund ist. Dann kommt die scheiß Annabelle an, macht Fenster auf und der macht Puff, ist er weg. Wollt ihr mich verkackeiern? Was soll der Scheiß denn? Ich will einen richtigen Kampf sehen. Tschüss, Puff, weg. Kack, kack, kack. Ich dachte, das war's jetzt. Das war's. Das war's. Ah, Leute, Leute, Leute. Ja, dann, ist ja noch der Bruder da, ich weiß gar nicht, der stirbt nachher auch am Ende, weiß gar nicht mehr, ob der da erschossen wurde oder Annabelle, die da irgendwie noch mit so einem Elektroschocker kaputt gemacht hat. Scheißegal, der Bruder geht auch noch drauf. Ja, dann ist ja noch Bonnie und Clyde da und Clyde geht nach Bonnie und sagt so, ah, bist jetzt auch ein Vampir. Also wer ist das Normalste auf der Welt? Bist jetzt auch ein Vampir, ne? Ja, Alter, seit wann gibt's denn Vampire? Ist das normal, dass eine Freundin eben Vampir wird oder was? Ja, was ist denn? Dann sagst du, ja, bist auch ein Vampir, ne? Und Bonnie so, ja, ich bin auch ein Vampir, aber ich bin ein bisschen anders. Ich werde dir nicht aussaugen, denn ich liebe dich ja. Und wenn ich jetzt hier meine Vampirkräfte habe, dann können wir jede Bank ausrauben und die beiden gehen eigentlich dem Sonnenuntergang entgegen und dann ist der Film alle. Boah. Ah, ich bin fertig. Ich bin fertig. Bin fix und fertig. Fix und fertig. Boah, Alter. Und ihr wisst, ich bewerte immer Filme. Wie soll ich denn so einen Schwachsinn bewerten? Wie soll ich denn sowas bewerten? Was wollen die Leute von mir? Was wollen die Leute von mir? Was sollte der Scheiß?
Das hatte keine Hand und keinen Fuß. Das hatte gar nichts. Ich habe mir das angeguckt, mein Gehirn, das war schon wieder Aussetzer gehabt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ihr könnt das nicht immer mit mir machen, solche Filme zu geben. Nein. Boah. Okay, komm, ich versuch's. Von der Skala 1 bis 10. In diesem Film sah übrigens alles scheiße aus. Habe ich ganz vergessen. Es sah alles billig und scheiße aus. Selbst auf einmal hatte ich irgendwie so ein buntes Bild vor mir. Ich dachte, was ist das? Was ist das? Dann habe ich rausgekriegt, dass Bonnie und Clyde wo gerade in den Himmel gucken und sich die Sterne angucken. Das sollen die Sterne da sein, dieses Bunte, was ich da gerade gesehen habe. Selbst einen Sternenhimmel kriegen die nicht hin. Da aus wie so eine, weiß ich nicht. Kennt ihr das hier in der Disco, diese Kugel, diese Disco-Kugel? Wenn das so rumgeht, so sah das aus. Ey, Alter, Leute, 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 die kriegen niemand Sternenhimmel hin. Alles sieht scheiße in diesem Film aus. Okay, komm, ich bewerte. Ich sag ja, ich weiß gar nicht. Ich gebe dem Film einen Punkt von 10. Und wenn ihr es fragt, ja, wo holt er den einen Punkt dann raus? Ich hatte wenigstens aber Titten. So. So, wenigstens etwas. Ja, da ist mein Punkt. Wenn ihr den Film sehen wollt, das geht. Der Film hat ungefähr 10 Sekunden gute Zeiten. Das sind die Titis von Bonnie. Und ansonsten ist der ganze Film kompletter Scheiß. Kompletter Kacke. Auch, Entschuldigung, mein Deutsch ist gerade schlecht. Ich bin schockiert. Ihr merkt das. Ich bin einfach schockiert. Ich bin Schockstarre. Ja. Und ich habe heute Urlaub, ja Leute. Ich habe Urlaub und muss über so einen Scheiß reden. Über so eine Kacke. Okay. Ja, das war's zu meiner Kritik zu Bonnie und Clyde gegen Dracula oder Horrortrip, wie auch immer. Den Horrortrip, den hatte ich gestern Abend so gesehen. Ja, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich sag mal so, 2 Jahre mache ich das wahrscheinlich noch, danach bin ich tot, weil danach kann ich nicht mehr. Nein, Scherz, ich werde natürlich noch sehr lange weitermachen. Aber wenn ihr mich leiden sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vergeudet eure Lebenszeit nicht mit solchen Schwachsinn, bitte. Bitte nicht. Guckt euch vernünftige Filme an. Guckt euch nochmal Titanic an oder was weiß ich, aber nicht nochmal das. Nicht nur, oh, boah, ja, ich verabschiede mich. Ich muss jetzt eben eine Kopfschmerztablette nehmen. Danach gehe ich im Bett, lege mir eine Stunde hin und ich hoffe, danach ist alles wieder gut. Ich versuche diesen Film ganz schnell zu vergessen aus meinem Gehirn, aus meinem Gedächtnis, aus meinem Gehirn. Ich sage ja, ich bin fix und fertig, fix und fertig. Okay, bis dann. Ciao.